Dann, ob wir. Ich glaube nicht, dass wir Akt 2 noch schaffen. Aber die geheime Fl Zuflucht würde ich noch gerne suchen. Und die ist echt zum Verzweifeln, wenn man Pech hat. Das muss ich mal wirklich so sagen. Ja, falsche Tür. Hallo, lässt du mich mal wieder raus? Dankeschön. Und gehen hier in den Palastkeller 1. Da haben wir den nächsten Teleportpunkt. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Meine, der ist hier unten links. Zumindest habe ich den eigentlich. Ne, hier geht es erstmal nach unten. Da in der Mitte ist der. Wie kommen wir denn jetzt in die Mitte? Hier rum. Und nach da, okay. Dann haben wir zumindest den Wegpunkt schon mal. Viel haben wir eigentlich gar nicht mehr von der Akt 2 Story. Aber es zieht sich. Es zieht sich jetzt einfach, was wir zu erledigen haben. So, Ebene 2. Gibt es jetzt noch eine dritte Ebene? Oder geht es hier direkt? Es gar nicht. Ja, dann gibt es wahrscheinlich noch eine dritte Ebene. Ja, so weit wollte ich jetzt gar nicht vorrennen. Wie geht denn hier wieder? Wo geht's denn hier wieder zurück? Uah. Genau, hau auf mich drauf. Wo sind meine Skelette? Schon wieder ist ein Magier dahin. So. Da unten geht's weiter. Dann können wir hier lang. Hier rum. So, Palastkeller 3. Und ich meine, hier müsste in der Mitte der Durchgang sein. Genau. Hier haben wir das Portal. Gehen wir einfach durch und sind in der Zuflucht. Fantastisch. Wenn ich nur Zeit hätte, diese bizarre Dimension zu erforschen. So. Und ja, hier gibt es jetzt im Endeffekt drei Richtungen und oder vier Richtungen und egal, wo wir hingehen, es ist Zufall, wo wir jetzt ja, quasi weiterkommen von der Quest. Das Übliche. Wow. Okay, gehen wir mal nach rechts. Ich habe schon irgendwie ein ungutes Gefühl, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Kommen wir weiter? Nein. So, jetzt aber. Ja. Aber schon wieder kein Magier. So, jetzt haben wir da unseren dritten Magier wieder. Könntet ihr mal hier so ein bisschen. Das ist ein ähnliches Problem wie in der Wurmgruft. Das ist halt sehr, sehr nervig. Warum kann ich jetzt. Warum konnte ich aus dem Haufen nichts erwecken? Oder sind das jetzt unsere Leichen? Oder.
Wie sieht das da aus? So, können wir jetzt hier mal irgendwie einfach weitergehen? Nein, da kommen wir natürlich nicht durch. Ich hasse die geheimen Zuflucht. So, das ist ein Mittelgang, der müsste jetzt das Ganze hier verbinden und im Endeffekt müsste das hier einmal gespiegelt sein, quasi von der Karte. Aber ja. Da habt ihr jetzt zumindest mal Tau-Elixier. Ich lege hier mal nach. So. Und du nach da. Dann haben wir das Ganze so. Das Problem ist, dass man hier wirklich nicht abschätzen kann, wo der Teleporter ist. Und man somit wirklich komplett ablaufen muss. Das Ganze. Das ist, ja, doof, aber kann man leider nichts anderes machen. Also hier wohl nicht. Und diese ganzen Treppen kommen die Skelette auch einfach nicht immer zu den Gegnern hin und versperren sich da natürlich auch wieder den Weg. Das ist... Wenn wir jetzt gerade einfach nur abwarten und stückchenweise durchziehen und hoffen, einfach mal nicht zu sterben. So, ihr könnt gerne dem Golem hier helfen. Was macht ihr denn da oben? Ach, jetzt, ja, die Magier halten jetzt natürlich wieder die anderen auf. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte schon, wir hätten hier den Teleporter gefunden. So, einmal den Golem wieder holen und warten, bis wir weiterkommen. Ja. So ein Startportal, yay! Also genau so sehen die Endpunkte in allen vier Bereichen aus. So, wir nehmen das Startportal. Wir öffnen es auch. So. Guten Abend. Einmal verkaufen. Und dann nehmen wir den Teleporter und lassen uns wieder direkt an den Anfang teleportieren. So. Und gehen... Ach komm, lass uns nach unten gehen. Oh nein, das ist der...
mit den Portalen. Nein, lasst mich durch. Lasst mich durch. Manchmal hat man Glück und man kann ja recht weit durchrennen. Aber manchmal stehen die halt auch alle wieder im Weg, ne? Ja, und wo die Teleporter hinführen, weiß auch keiner. Okay, ich glaube, da lassen wir jetzt einmal kurz ein bisschen Platz machen, bevor ich da wirklich drauf gehe. Frage ist, wo lang? Waren wir hier nicht schon mal? Oder sieht das jetzt gerade nur so aus? Ne, eigentlich sieht, glaube ich, wow, nur so aus, ne? Dann müsste... Also meistens hatte ich immer das Glück, und es ist bei diesem blöden Teleporter-Bereich, wo es weitergeht. Aber heute bestimmt nicht. Heute ist es bestimmt im angenehmsten Teil und den nehmen wir zum Schluss. Ich würde da jetzt gerne runter. Mach den doch mal fertig da. Geht doch. Mann. So, da geht's nach da. Da geht's nach da. Heiltrank. So. Da lassen die uns wieder nicht durch. Nach oben natürlich auch nicht. Nach unten lassen unsere... Doch, unsere eigenen Skelette lassen uns durch. Irgendeiner muss doch da... Genau, ich wollte gerade sagen, warum können wir keine Magier... zurückholen. Irgendwas muss ja da wohl auf dem Boden liegen. Wenn da schon eine Schriftrolle liegt. So. Davon haben wir 7. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ah, ein Heiltrank. Genau danach habe ich gerade geguckt. Eigentlich schon wieder auf dem Rückweg, ne? So. Vielleicht dadurch. Wo wären wir denn da gelandet? Sind wir jetzt hier in der Mitte? Jo. Ja, jetzt haben wir jetzt wieder die nervigen. Nur ein Stückchen zur Seite, genau. Oder... Okay, hier ist jede Menge Ramazamba, aber... auch nicht das, wonach ich gesucht habe.
Hier waren wir vorhin schon. Wir sind direkt durchs Portal durchgegangen. Das war der falsche Teleporter. Den. So. Und jetzt schauen wir mal. Aber wir sind jetzt schon eigentlich wieder zu weit hier am Ende. Kann man. Nee, die Karte kann man nicht bewegen, ne? Aber wir könnten uns mal wieder den Golem und den Magier zurückholen. Und wir haben nicht mehr wirklich viele Heiltränke. Eigentlich gar keine. Pack dich mal nach dahin um. Wir haben ja gerade sowieso nichts zu tun, während die kämpfen. Ja, und der Skelettkrieger da kommt jetzt auch nicht rüber. So, zumindest einen leichten Heiltrank. Besser als gar nichts. Und da haben wir einen großen Heiltrank. Was ich jetzt auch immer noch aufgenommen habe. Braucht keiner, braucht auch niemand. So, jetzt kommen wir da unten bestimmt aus, genau. Und kommen damit halt auch einfach wieder vorne am großen Teleporter aus. Seid gegrüßt. So. Gehen wir mal nach oben. Hier haben wir es zumindest einigermaßen eben. Und können teilweise auch recht durchlaufen. Das ist eigentlich der angenehmste Bereich. Aber in den meisten Fällen ist es hier leider nicht. Auch vielleicht haben wir diesmal Glück. Oder wir haben was bei den Teleportern übersehen, dass wir irgendwo einen anderen hätten nehmen müssen. Jetzt kommen wir da natürlich nicht durch und den Rückweg versperren die uns auch. So. Der da unten wird jetzt wahrscheinlich gleich draufgehen. Von was werden wir denn bitte getroffen? Genau. So. Heiltrank. Von mir aus auch ein Mana-Trank. Mana-Trank nicht. So. Okay, die versperren uns auch wieder einen Weg. Da ein Skelette-Vormarsch. Kriegen wir den hier kaputt? Sehr gut. Nein, kommen wir noch nicht durch. Schön wäre auch, wenn die Skelette die auseinanderziehen könnten, ne? Vielleicht kriegen wir das aber so hin. Kriegen wir jetzt einen Golem? Ja. So, und natürlich... ist das hier nicht. Das ist doch nicht wahr, ne?
Von denen haben wir jetzt eh genug. So. Was sagen denn die Stiefel eigentlich? Schnelle Erholung nach Treffer, verbesserte Verteidigung.